Das ist heute ja nur eine kurze Ortsbeiratssitzung, dem geschuldet, dass wir das jetzt vor allem diesen Punkt Verkauf des Grundstücks an der Schützenhalle brauchen wir, damit wir dann in der darauffolgenden Sitzung das dann final von dem entsprechenden Ausschuss beschließen lassen können. So. In der Einladung zu dieser Sitzung mit einer Tagesordnung ist am 28. August ergangen, damit form- und fristgerecht. Gibt es seitens des Ortsbeirates Änderungswünsche? Das ist erkennbar nicht der Fall. Dann gehen wir nach der Tagesordnung vor. Das erste Punkt ist Information. Das ist ein Standardpunkt. Ich habe im Augenblick in Sachen Information nichts kundzutun. Kommt irgendeine Information von der Seite des Ortsbeirates? Ich sehe keine Aktivitäten. Dann haben wir diesen Punkt auch erledigt. So, jetzt kommen wir Punkt 2, Verpflichtung eines Ortsbeiratsmitgliedes. Das ist jetzt Sache des Oberbürgermeisters. Raffaella war bei der letzten Sitzung nicht da. Die muss noch einmal die Hand gedrückt bekommen. Die kennt ja das Prozedere, es ist ja kein Neuling. Sie wissen aber auch, wir müssen zu jeder Wahlperiode neu per Handschlag verpflichten. Sie wissen auch, Sie können mir im übrigen Teil des Jahres den Handschlag verweigern. Heute nicht, weil der Handschlag ist das Symbol. Und das Verweigern des Handschlags würde heute als Ablehnung des Mandats gewertet werden. Liebe Frau Gehn, Sie kennen auch die einschlägigen Paragraphen. Ich glaube, die Frau hat sich auch die Kommunalpräsidentin in der neuesten Verfassung. Sie wissen auch insbesondere so Punkte wie Verschwiegenheit oder auch Treuepflicht sind da zu beachten. Sie kennen das alles per Handschlag. Auch weiterhin gute Zusammenarbeit mit allen Mitgliedern des Ortsbeirats, mit dem Ortsvorsteher, aber auch mit der Verwaltung und letztlich, liebe Frau Gehn, auch mit mir. Alles Gute, Glück auf. Danke. So, gut, damit ist diese Formalie auch erfüllt. Wir kommen zum Punkt 3, Bericht über den Sachstand Schützenplatz. Die Frau Bohle hat mir gestern nochmal, nachdem sie auch auf der Grünnamedie war, bestätigt, dass sie weiterhin Interesse hat an dem Erwerb dieses Grundstückes und der Schützenhalle selbst. Wir sind jetzt an dem Punkt, dass der notwendige Umbau im Inneren der Schützenhalle schon im letzten Planungsausschuss genehmigt ist. Also der Teil ist in Ordnung. Jetzt geht es noch darum, um den Verkauf des städtischen Grundstückes Grillplatz dahin, damit wir ein Ensemble insgesamt haben. Ja, nach meinem Kenntnisstand ist die Frau Bode finanziell in der Lage, all das, was sie vorhat, zu stemmen. Es hat intensive Gespräche mit der Kreisverwaltung, Veterinär und was weiß ich, da kommt er dann innen rein, eine Küche und Toiletten und hast du nicht gesehen. Und die beiden Toiletten, die innen dann für Männlein und Weiblein oder mehrere Toiletten, die für Männlein und Weiblein gebaut werden, sollen ja dann auch für den Grillplatz genutzt werden. Ohne Toiletten können wir den Grillplatz nicht nutzen. Und Toiletten zusätzlich anstatt zu bauen, um diesen Grillplatz zu betreiben und zu halten, macht wirtschaftlich keinen Sinn. Und es macht aus meiner Sicht nur Sinn, die Dinge in einer Hand zu geben, auch den Unterhalt, und dann sind wir ein Stück weiter. So, damit bin ich eigentlich, wenn von eurer Seite zu dem Bericht über den Sachstand Schützenplatz keine Fragen mehr sind, eigentlich schon im Punkt 4. Ja. Ich habe eine Frage oder eine Anregung. Die Frage ist, ich sage jetzt mal grundsätzlich, bei mir oder bei uns rennt das ja halboffene Tür ein. Ist eine Möglichkeit, einen wohnortnahen Tourismus zu fördern, nachhaltigen Tourismus zu fördern. Und wenn das in gewissen Maßen bleibt, ist das eine feine Sache. Ein bisschen nur die Sorge, dass das unter Umständen eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Daher eine Frage und eine Bitte oder eine Anregung. Die Frage ist, wäre das auch eine Möglichkeit, dass die Erwerberin der Schützenhalle
diese Flächen von der Stadt langfristig pachtet, ist die eine Frage. Und die Bitte, falls das, sie das nicht möchte oder falls das, damit dieses Projekt irgendwie kippt oder hinfällig wird, zumindest die Bitte an die Gremien, dass der Stadt für diese Fläche ein Vorkaufsrecht eingeräumt wird, für den Fall, dass sie das wieder veräußern will. Ich habe einfach nur Angst davor, das kann ja sein, dass die Frau beste Absicht ist und wir das alles 100% unterstützen, aber gegebenenfalls in 3, 5 oder 10 Jahren kommt dann ein anderer Investor und dann haben wir keinen Hebel mehr, um darauf Einfluss zu nehmen. Herr Hinrichsen, Sie rennen offene Türen ein. Auf die Frage nach langfristiger Verpachtung habe ich ein Nein bekommen. Sie möchten Eigentümer dieser Grundfläche werden, was ich auch nachvollziehen kann, bis zu einem gewissen Grade. Aber wir werden, wie im Schützenhaus selbst auch, was ja von meiner Seite zu entscheiden ist, auch für diese Fläche ein Rückkaufsrecht, ein Vorkaufsrecht der Stadt Andernach eintragen, weil ich auch sicherstellen will in meiner Funktion als Ortsvorsteher, dass mit diesem Grundstück kein Schindluder irgendwann getrieben ist, sondern wir dann als Stadt entscheiden können, jawohl, wir holen es zurück und sind dann die Herren über die Verfügung und was damit geschieht. Nein, das ist sicherlich vorgesehen. Da werden auch andere Regeln noch eingeführt. Das wird nicht gepflastert werden, dieser Bereich, sondern naturnah bleiben. Frau Pablos, was hatten Sie noch gesagt heute Morgen? Was? Nur Bäume fällen, wenn. Also nur ja, gut, es sind gar keine Bäume auf dem Stück Grund drauf. Also keine Versiegelung ist erlaubt und wenn irgendwie Bewuchs ist, muss man auch gucken, ob der Bewuchs entfernt werden kann oder Ersatzpflanzen geschaffen werden muss. Gut. Also, das ist der Hintergrund der Angelegenheit. Und wenn ihr jetzt mal in euren Plan guckt, bitteschön, seht ihr die gelbe Fläche. Die ist in ihrer Dimension der Tatsache geschuldet, dass der Herr Knut heute Morgen, den ersten Tag nach 5 Wochen Urlaub, wieder da war und wir also keine Chance hatten, diese Vorlage früher herzurichten. Also, die beiden Teilflächen von den 4 Teilflächen, die gelb markiert sind, die Richtung Namedy zeigen, die quer, die stehen nicht zur Disposition, die bleiben städtisches Eigentum. Verkauft werden nur die 2 Flächen um die Schützenhalle herum. An die oberen 2, gekennzeichnet durch den roten Strich. Ja? So. Und wo die hintere Grenze ist, 1 Meter vor, 1 Meter zurück, müssen wir dann vor Ort entscheiden, weil da hinten muss ja die Tür hergerichtet werden. So, das wird aber, die Zielsetzung ist auch dort, möglichst viel im Bereich der Stadt anzupassen. Bitte. Ich habe das nicht verstanden, welche Flächen das sind. Du siehst das P. Ja. So, die Fläche und die Fläche Richtung Schützenhalle daneben. Okay, ist es jetzt eindeutig? Nur die gelben oder ja, das gesamte? Die roten nur vor den gelben. Über den roten Teil schon, da ist er dann auch weiter höher zum Wald. Ja, ja, davon reden wir nicht, dass sie bei uns einig. Die wollen nicht mehr Grund kaufen, wie sie brauchen, um ihr Geschäft zu führen. Markiert. Ja. Ich hatte auch den Gedanken mit dem Verpachten und jetzt heißt es, die Käuferin will oder die potenzielle Käuferin will nicht pachten. Nein. Das ist eine klare Aussage im Vorfeld. Ich habe dieses Thema ja erörtert und sie sagt, ich will das Ding kaufen. Und wenn der Ortsbeirat jetzt anders entscheidet? Dann muss ich ihr das sagen und dann müssen wir gucken, was dabei rauskommt. Aber Ihre Aussage Richtung Verkaufen war eindeutig. Was ist denn von uns aus eher zu befürworten? Verkauf oder Verpachten? Weil Verpachten tut ja jetzt dementsprechend auch nicht weh, oder? Aber dann hast du die Investitionen, die du kannst nicht verlangen, dass die dann im Grunde genommen die Investitionen dann macht, die Grillhütte sauber hält und so weiter. Wir hatten das ja, wir hatten ja den Grillplatz gehabt in städtischer Hand. Ja. Und die Arbeit oder die Intensität der Arbeit, die war da schon hoch eigentlich, um das richtig nutzen zu können. Und wenn sie jetzt das kauft, ist sie ja in der Pflicht, das so sauber zu halten und in Ordnung zu halten. Und die Stadt hat ja das Rückkaufsrecht. Also wenn sie jetzt irgendwann sagt, ich möchte das nicht mehr machen, ich möchte es wieder verkaufen, dann läuft es ja wieder zurück. Also ich sehe da jetzt da keine Notwendigkeit, dir das zu verpachten. Warum? Die Hütte müsste saniert werden. Das müsste die Stadt dann auch machen.
so müssen sie mitmachen. Und die ist fertig. Von daher. Bei einem langfristigen Erbpachtvertrag würde sie Investitionen so vornehmen müssen wie bei einem Kaufvertrag. Ja, das muss man schon so sehen. Über langfristig. Wenn wir jetzt wenn wir 50 Jahre oder 99 Jahre Erbpachtvertrag, dann wäre das genauso im Prinzip, was die Investitionen angeht, was Sie jetzt aufführen, wie beim Kauf. Man muss natürlich dann auch den Kaufpreis rechnen. Ihr habt es ja auf dem Zettel unten draufstehen, was dafür bezahlt wird. Wir reden zwischen 600 und 800 Quadratmetern. So, Herr Kluth, was ist der Pachtpreis für ein solches Grundstück im Jahr? Wenn man von einer gewerblichen Nutzung ausgeht, dann 1,20 Euro pro Quadratmeter im Jahr. So, dann hat sich das nach 10 Jahren der aus Sicht des Verkäufers schon ins Gegenteil verändert. Ja, aus Sicht des Verkäufers ist es günstiger zu verpachten. Zu kaufen, macht Sinn. Wir zahlen einmal 6.000 Euro und dann ist es durch. Der Verkäufer. Der Verkäufer ist die Stadt. Ach so, ja, okay. Ihr seid ja auch zwei Mal. Ich will da nicht allzu viel zu sagen. Aber mir wäre Petitum vom Herrn Dr. Henrissen auch im Ohr. Ein Erbpachtvertrag langfristig lieber als ein Kaufvertrag. Das ist schon ganz ehrlich. Aber es ist ja verhandelt worden. Ne? Und die Käuferin will keinen Erbpachtvertrag. Also sie will nicht konkret kaufen. Der Pachter hat alternative angeboten, Herr Dressel, aber die hat sie auch nicht. Ja. Hat man auch Erbpacht angeboten? Ja, rede ich ja gerade. Hat man Erbpacht angeboten? Wir haben auf jeden Fall einen langfristigen Pachtvertrag angeboten. Also ich würde dann hingehen, wenn ich Ihnen eine Empfehlung geben darf, ich würde sagen, mit der Frau nochmal zu verhandeln auf Erbpachtbasis. Also es gibt ja Gemeinden in Europa und der Welt, die verkaufen überhaupt kein einziges Grundstück. Zürich beispielsweise, die machen alles auf Erbpacht. Das funktioniert. Erbpacht heißt ja, der Käufer und der Erbpächter ist quasi einem Käufer freigestellt. Die katholische Kirche wird Ihnen nie ein Grundstück verkaufen. Dennoch gibt es jede Menge Menschen, die auf dem Grundstück eine katholische Kirche ausbauen und dann Erbpacht bezahlen. Aber damit kommt man in die stärkere Position als Verpächter. Das ist klar. Also ich sehe nur die Notwendigkeit von diesem kleinen Stück nicht als für die Erbpacht. Da wird die Frage als nächstes auch, was würde man sonst da machen? Nichts. Genau, das ist die Frage. Der Kindplatz ist hinfällig da. Sportplatz wird nicht gebaut, dafür fehlt er die Fläche. Ist halt so jetzt Utopie. Also wenn man da nichts anderes Konkretes hat. Nein, es geht ja nicht um die Alternative, versteht euch nicht falsch. Es geht ja jetzt nicht um die Alternative, was machen wir sonst, sondern Sie diskutieren über die Alternative Kauf- und Pachtvertrag. Wir haben gerade gehört, beim Verpachten würde sich der Verpächter, also die Stadt Andernach, finanziell besser stellen. Und die Erbpächterin wird sich natürlich finanziell schlechter stellen, das ist aber ganz klar, sonst geht das ja nicht. Aber was diese Investitionen, die Fragen angeht, die Sie erst diskutiert haben, die sind von der Erbpacht nicht betroffen, da muss der Erbpächter dann ganz genauso halten. Da gibt es dann im Vertrag bestimmte Rückfahrtklauseln, aber dann brauchen wir sie mit Rückfahrtklauseln zu unterhalten, wenn der auf 99 Jahre geschlossen wird, vielleicht lebt dann der Abo noch, ich weiß nicht. Also, meine Petition wäre ja nur, gar nicht den Beschluss in Frage zu stellen, sondern einfach die Verwaltung nochmal aufzufordern, mit der Käuferin über ein Erbpachtmodell als Alternative zu verhandeln. Das wäre so eine Formulierung, da könnten Sie mitleben und da kann sich auch die Liegenschaftsabteilung mitleben, ohne dass Sie einem möglichen Käufer Ihr Wort gegenüber, einem möglichen Käufer gegenüber Ihr Wort fressen müsste. So müsst. Einfach nochmal austarieren, ob die damit einverstanden wären. Herr Doktor, Entschuldigung, du bist hier. Ich habe nur eine Frage, Verständnisfrage. Die Stadt verkauft ja gelegentlich schon mal Grundstücke, bekannterweise. Hat die Stadt auch schon Grundstücke in Erbpacht vergeben oder nicht? Es gibt ja Kommunen, die machen das grundsätzlich, Stadt Andernach auch. Wir haben auch schon Erbpachtgrundstücke vergeben, beispielsweise an den Bauverein. Da allerdings im Bauverein haben wir vor 2 Jahren beschlossen, der Bauverein kann das kaufen. Aber es gibt auch andere Grundstücke in Erbpacht laufend. Der Bauverein ist jetzt mehr bekannt. Ja, also wir haben in der Regel mit den Sportvereinen zum Beispiel, DJK oder Tennisvereine, da haben wir diese Erbbaurechtsverträge. Festausschuss, genau. Also alles, was mit Vereinen und sozialer Hintergrund ist. Vorteil ist ja auch, dass mit der Nutzung, die Nutzung ist ja dann festgelegt. Ja, beim Kauf können immer wieder Nutzungsänderungen, dann tut man sich immer schwierig. Insolvenzrechtlich ist es ein anderes Thema. Es sind viele, viele Themen, die man dann beachten muss. Also ist Erbpacht immer günstiger. Man muss dabei aber berücksichtigen, es handelt sich hier nur um die Freifläche.
Es handelt sich nicht um das Schützenhaus. Da können wir nur, indem wir Einfluss nehmen und sagen, es fällt bei Verkauf, hat die Stadt Andernach Vorkaufsrecht. Ansonsten ist das nicht über Erbpacht zu machen. Gut. Für mich wäre wichtig, um diese, wenn wir jetzt das nochmal eruieren mit Erbpacht, dass wir, wenn wir eine negative Aussage der Verkäuferin bekommen, dass wir dann aber auch gleich an dem Stand sind, dass wir sagen, okay, sagt sie nein, können wir verkaufen. Kommen wir nicht recht dran. Ja gut, es hilft ja nichts. Ich meine, irgendwann müssen wir mit der Kiste zu Ende kommen. Nützt uns ja nichts, wenn wir dann im Grunde genommen, wenn wir dann den Weg wieder haben. Bitte? Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Aus Sicht der Käuferin ist es sinnvoll, das Grundstück zu erwerben. Genau. Wenn ich der Investor wäre, wollte ich es auch erwerben. Ja. Aus Sicht der Kommune ist es sinnvoll, das Grundstück in Erbpacht zu vergeben. Kann man vielleicht den Preis noch irgendwo erhöhen? Wie sagt er? Der Verkaufspreis scheint mir ohnehin einer zu sein, der nicht berücksichtigt, dass da eine wirtschaftliche Nutzung drauf stattfindet. Richtig. Wir haben entsprechende Grundstücke schon verkauft und haben das auch herangezogen. Aber wenn ich das jetzt richtig sehe, soll ja die Nutzerin da so eine Art Biergarten machen. Das heißt eine wirtschaftliche Nutzung. Also müsste doch ein Verkaufspreis sich orientieren an dem Erbpachtpreis. So was kann man ja hochrechnen. Ja. Na gut, wir hatten in den ersten Vorgesprächen, die wir ja über die Kaufpreisversetzung ja gesprochen hatten, waren wir in den ersten Gesprächen ja bei einem höheren Wert gewesen, wo aber die Frau Bode erklärt hat, also dass sie das wirtschaftlich dann nur nicht stemmen könnte. Und die 10 Euro, das war ja der äußerste Preis, den die Frau bereit war zu zahlen, die wollte noch drunter gehen. Wo wir gesagt haben, also 10 Euro ist, also drunter gehen wir nicht. Aber alles, was drüber war, konnte sie laut ihrer Berechnung im Moment nicht in die ganzen Investitionen bezahlen. Das ist aber für uns als Stadt zwar ein wichtiges Argument, aber nicht entscheidend. Genau. Ich darf kein Grundstück unter Wert verkaufen. Unabhängig von der, also ich, ist ja alles heute in öffentlicher Sitzung, ich habe mich da belehren lassen. Ungünstig ist es alle Mal. Im Übrigen ist der Grund, warum beispielsweise Vereine oder ehrenamtlich Tätige, wenn die Grundstücke übernehmen, die können das nicht stemmen mit dem Kaufpreis und deshalb machen die eine Erbpacht, weil er dann eher stemmen kann. Ja. Und ich empfehle Ihnen vor dem Hintergrund, mit der Frau Bode im Hinblick eines Erbpachtvertrages zu fahren. Alles andere halte ich nicht für. Ich muss dann selber überprüfen, Vorfunk, Sie müssen die Überprüfung vornehmen, ob wir bei der wirtschaftlichen Nutzung. Aber ein Erbpachtpreis, der scheint mir, wie eben genannt, einer zu sein, der auch die wirtschaftlichen Nutzung des Grundstücks mit berücksichtigt. Aber der andere, der das ist aber in der vorgegebenen Marge schon eingerechnet. Normalerweise ist der Grundpreis dort hinten irgendwo um die 2 Euro der Quadratmeter. Ja klar. Wir haben an anderer Stelle in Lammedee auch schon Grundverkauf. Wenn das nur zur landwirtschaftlichen Nutzung dienen würde, wäre ja noch weniger als der eben vom Ortsvorsteher genannte Preis. Aber wir haben es hier mit der wirtschaftlichen Nutzung zu tun. Das muss man ja prüfen. Was ist möglich, was ist nicht möglich. Wenn wir sagen, wir machen, wie heißt das, so ein FFH-Gebiet raus, dann ist das natürlich eine ganz andere Kiste. Aber wir müssen ja gucken, dass wir alle mal hier ein sauberes Verfahren hinbekommen. Und da scheint mir ein Erbpachtverfahren das sauberste zu sein, was man im Moment machen könnte. Und es würde, wenn hier Investitionen zu tätigen sind, ja der Käuferin erstens die Investition möglich machen, weil sie kein großes Invest hat für das Grundstück selber, und zweitens ihr die Rechtssicherheit geben, die Investitionen auch im Laufe der nächsten Jahrzehnte tatsächlich sich amortisieren zu lassen. Ich denke, der Bodenrichtwertpreis in diesem Bereich liegt zwischen 1,50 Euro und 2 Euro, ist sehr niedrig. Ja. Ich spüre das Unbehagen auf der Seite des Ortsvorstehers und kann das auch nachvollziehen. Wir wollen ja der Frau Wind in die Segel blagen, wir wollen das ja nicht verhindern, wir wollen ja das Ermöglichen helfen, aber wir wollen gleichzeitig nicht, dass der Hebel als Kommune kürzer wird. Und deswegen der Vorschlag, falls man dieses Erbpachtangebot machen sollte, den Erbpachtzins so niedrig anzusetzen, dass es ihr die Entscheidung dafür erleichtert. Und unter der wirtschaftlich vertretbaren, mit der öffentlichen Vermögen zu tun. So könnte man das auch formulieren für die Beschlussfassung. Vielleicht braucht es auch gar nicht so viel Quadratmeter.
600 bis 800 Quadratmeter. Die Parzelle wird eh geteilt. Ja, je teurer wird, umso geringer ist der Bedürfnis. Ja, genau. Gut, meine Befürchtung bei der Angelegenheit ist ganz einfach. Wenn wir jetzt mit dieser Vorschlag an die Käuferin rangehen, dann wird der ganze Kaufvertrag hinfällig. Ich habe nur eine Frage, hat das auch Auswirkungen auf, sage ich jetzt mal, die Rechte, die die Stadt dann hat, im Gegensatz also Pacht und Verkauf, weil der Verkauf birgt ja auch ein paar, sage ich mal, Unwägbarkeiten oder Risiken. Hier wird im Konjunktiv auch gearbeitet und in dem Moment, wo man da unten diesen Grillplatz wieder aktiviert und vermietet, ist zwar schön für die Bevölkerung, sage ich jetzt mal, aber das hat ja auch Auswirkungen darauf, was dann da passiert. Also da müssen ja Maßnahmen getroffen werden, dass da weniger Verkehr ist oder dass kein Verkehr ist. Oder ich male jetzt mal den Teufel an die Wand. In dem Moment, wo die richtet den Grill, oder man richtet den Grillplatz daher und verpachtet den dann dauerhaft und immer wieder zu Festen, Partys und dann gibt es auch, sag ich mal, dann gibt es Ärger. Anwohner oder Anlieger beschweren sich und dass man dann als Stadt noch eine Handhabbarkeit hätte, dass man sagt, hier bitte nicht auf unserem Grundstück. Weil ich kann mir vorstellen, wenn mir das Grundstück gehört, kann ich dann sagen, ist mein Ding, ja, kann ich machen, was ich will. Als Erbverpächter sind wir da in der ähnlichen Lage wie als Verkäufer. Das spielt ja keine Rolle. So. Das ist dann ein Ordnungsamt oder eine Gelegenheit, des Ordnungsamts einzuschreiben. Ich empfehle Ihnen, damit er heute Abend noch Hinweis kriegt, freizugeben, Verkauf, alternativ Erbpacht auf einer Basis, die wirtschaftlich zu berechnen ist. Punkt. Ich will die Höhe der wirtschaftlichen Berechnung heute nicht, ich kann da nicht. Ja, ich kann jetzt sagen, ob 10 Euro oder 11,20 Euro, aber es muss wirtschaftlich sein, sonst dürfte ich einen Kaufvertrag oder Verkaufvertrag nicht unterschreiben. Also ich muss mich an die Gesetze halten. Und deshalb könnten Sie euer Amt das beschließen und damit werden sicher, damit hat auch die Liegenschaftsabteilung Freiheit, wenn sie gar nicht einen Erbpachtvertrag will, dass sie dann aber wirtschaftlichen Kaufpreis zahlen. Ne? Das würde ich Ihnen empfehlen. Beschließen Sie es hier. Oder auch empfehlen Sie es der Liegenschaftsabteilung. Ihr könnt euch ruhig setzen. Werden, ob der Grillplatz erhalten werden soll oder ob der Grillplatz aufgegeben werden darf. Ja, das ist ja ein Vertrag. Dann entweder in den Vertrag muss mit rein, dass der Grillplatz erhalten bleibt. Dass sie also die Toiletten bereitstellt und diese Grillplatz betreibt. Ja. Weil sonst macht das alles keinen Sinn, sonst braucht man dann nichts zu verkaufen. Ja. Nur dann macht es Sinn. Also wäre der Vorschlag, den der OB gemacht hat, so zu akzeptieren, das wäre okay. Ja, und wir können ja erweitern, um die Käuferin bzw. Pächterin zu verpflichten, per Vertrag den Grillplatz als solches für die Öffentlichkeit weiter zu betreiben. Ja, korrekt, ja. Das müsste damit aufnehmen. Also, ihr habt den Vorschlag vom Oberbürgermeister gehört, jetzt müssen wir formal abstimmen. Wer ist für diesen Vorschlag, den bitte ich ums Handzeichen. Einstimmig. Okay. Damit ist dieses Thema durch. Ich gucke, dass wir am 17. oder wann haben wir nächsten Auswahl? Dass wir da ein Stück weiter sind. Und dann das Thema hoffentlich später. Also, dann herzlichen Dank. Dann kommen wir zum zweiten Punkt der Tagesordnung. Und jetzt ist der OB dran. Haben wir noch 5 Minuten? Ja. Naja, jetzt kommt ja die gemeinsame Sitzung mit dem Landes- und Wissenschaftsausschuss. Und einziger Punkt ist da, muss ich selber meinen, aber das ist, glaube ich, der einzige Punkt, die Vorstellung eines Vorschlages. Verkauf der städtischen Parzelle ist gleich wieder Thema. Müssen wir dann denselben Beschluss fassen, den Sie jetzt beraten haben und als Empfehlung an den Ausschuss. Und ein anderer ist die Vorstellung aus der Begegnung, Konzeptvorstellung durch die Verwaltung. Das ist der Punkt, den wir gemeinsam miteinander beraten und dafür haben wir uns eine halbe Stunde Zeit genommen. Und mittlerweile auch anwesend der Herr Oliver Engel, der hat nämlich hier das Konzept gemacht und wenn Sie noch daran zweifeln, dass die Stadtverwaltung exzellente Leute hat, wenn der fertig ist, dann ich meine, jetzt sind uns zwei, ich meine wir zwei noch. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann darf ich Sie jetzt alle ganz herzlich begrüßen zur 4. öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Planung, Liegenschaft, Umwelt, Mobilität und Nachhaltigkeit. Am Ende dieser Wahlperiode haben wir alle den kompletten Titel dieses Ausschusses auswendig gemacht.
Und zur dritten öffentlichen Sitzung des Ortsbeirats in Namedy. Als gemeinsame Sitzung, Herr Ortsvorsteher. Eigentlich müssten die Sitzungen jetzt gemeinsam bleiben. Aber wir haben dann eh schon gemacht und ich habe dann eben die Schwierigkeit, dann schon Blockmeldungen für das, obwohl ich eine Ortsbeirats-Sitzung eigentlich irre. Auch gegen einen Block. Wir haben dann am Ende noch einen guten Beschluss getroffen, den wir gleich als Empfehlung des Ortsbeirats zum Punkt 2, nämlich Verkauf städtischer Parzellen neben dem Schützenplatz an die Erwerber der Schützenhalle, hier vortragen und hoffentlich dann analog den Beschluss, den empfehlenden Beschluss des Ortsbeirats beschließen werden. Wir haben aber einen weiteren Tagesordnungspunkt drauf, deshalb kommen wir eigentlich heute zusammen, nämlich das Haus der Begegnung. Konzeptvorstellung durch die Verwaltung, diese beiden Punkte, gibt es in diesen beiden Punkten respektive zu dem Vorschlag der Tagesordnung. Ihrerseits Änderungswünsche, das ist nicht der Fall. Dann gehen wir nach diesen zwei Punkten. Jetzt steht da der Architekt, der Engel, das ist unser Mann, unser Mitarbeiter. Und die Verwaltung, der Rainer Schmitz und ich, besteht hier gegenüber dem Ortsvorsteher und damit auch gegenüber dem Ortsbeirat der Ort. Wir haben gesagt, spätestens im Laufe des Jahres kommt eine Konzeptvorstellung. Und ich verrate kein Geheimnis, du durfst es ja schon mal antworten und ich auch. Aber das ist so gut, da dürfen wir jetzt den Ortsbeirat und den Plenum nicht vorenthalten. Und jetzt haben Sie das, hast du schon Vorschuss dabei? Ja gut, Sie können das vertragen. Sie müssen jetzt sagen. Ja, also, wenn Sie einverstanden sind, gebe ich jetzt dem Herrn Becker das Wort. Ich muss allerdings erst noch eine Ehrenpflicht vornehmen. Zum ersten Mal dabei ist der Herr Zins. Er war ja jahrzehntelang daran gehindert, ein Ehrenamt bei der Stadt in Form eines Ratsmitglieder in Anspruch zu nehmen, weil er Mitarbeiter der Stadtverwaltung Andernach bei der Zulassungsstelle war, über Jahrzehnte. Jetzt ist er im Ruhestand, jetzt hat er nichts mehr, außer seine Frau und den Staatssalat. Dann ist aber eine ganze Menge, lieber Herr Werther, ich darf dich beim Anschlag verpflichten auf die wissenhafte Erfüllung deiner Amtspflichten hier. Wir haben einen Kommunalrat hier, das hat der Herr Zins sicher schon bekommen. Deine frühere Chefin, ein Kommunalverwehr, da steht dann alles drin, Verschiedenheit, Sonderinteresse für die Union. Wir freuen uns auf die gute gemeinsame Zusammenarbeit. Hiermit ist der Herr Herbert Zins verpflichtet als Mitglied im Ausschuss für Liegenschaft und so weiter. Jetzt, seit anderthalb Jahren, bin ich bei der Stadtverwaltung Andernach und kommen wir jetzt direkt zu dem Projekt, das ja, sagt man, auch schon jeder kennt in den Ansätzen. Und der Herr Oberbürgermeister, der Herr Schmitz, haben mit dem Herrn Tresse gesagt, wir stellen mal ein Konzept vor und das würde ich Ihnen jetzt ganz gerne mal vorstellen. Also Haus der Begegnung in Namedy. Die Aufgabenstellung, das muss ich jetzt nicht mehr weiter erläutern. Es geht ja dieses, oder kennt das? Muss ich da etwas dazu sagen? Das Grundstück, ja. So, das ist hier in Nähe der Burg Namedy, dieses Grundstück, hier ist noch die Kirche, hier war dieser alte Friedhof, der ja vor etlichen Jahrzehnten mal aufgeschüttet wurde und nach vorheriger Abstimmung mit der Denkmalbehörde war diese Fläche, wo jetzt noch dieser Parkplatz ist, vorgesehen für das Haus der Begegnung. Es gab ja seit der Denkmalbehörde auch immer Vorgaben von der Höhe, es sollte eingeschossig sein, am besten mit dem Flachdach und halt möglichst im Gelände. Und das war jetzt, und als Grundlage war dann auch noch ein, ich sag mal, ein Raumkonzept und ja, ein Raumprogramm, was seitens der Ortsgemeinde mir vorgelegt wurde. Und auf der Grundlage habe ich dann mir halt mal Gedanken gemacht. Ich habe dann im ersten Schritt mal angefangen, die Lage zu analysieren. Hier nochmal, das ist ein sogenannter Schwarzplan, wo wirklich nur einfach die Gebäude, die Bestandsgebäude dort sind, dargestellt werden. Und wie man schön sieht, ist hier eine große freie Fläche. Und hier hat man halt eine kleine Bebauung, das ist ja dann die Wohnbebauung, die angrenzt. Hier hat man die Kirche und hier der weitere Bebauung zum Ortskern. Das war jetzt meine erste Grundlage. Und dann habe ich erstmal diesen Standort analysiert. Wie gesagt, ich gehe da jetzt mal relativ schnell durch, weil die Zeit hier begrenzt ist. Ich habe zum Beispiel mal einmal das Thema Besonnung betrachtet. Das ist ja, die Pläne sind alle genordet. Also die Sonne geht im Osten auf, wandert hier rüber im Sommer, oder Mittag steht sie halt hier und im Westen geht sie ja runter. Ist natürlich in der heutigen Zeit das Thema mit Besonnung und ich meine, klar, wenn man rausgucken kann aus dem Fenster, ist auf der einen Seite schön, aber durch viel Sonne auf dem Fenster habe ich auch natürlich wieder im Sommer einen hohen Wärmeeintrag. Das ist jetzt nur so am Rande, da komme ich später noch dazu.
Dann haben wir hier, da hatte ich mich mal mit dem Herrn Tresse vor Ort getroffen und habe den Herrn Tresse gefragt, Herr Tresse, wo wären dann so die Hauptzuströme der Besucher, das Haus der Begegnung? Dann sagt er mir, wir würden halt hier die Schlossstraße hochkommen, beziehungsweise hier so in dieser Straße. Und wie Sie jetzt hier sehen, ist ein bisschen klein, weil ich das alles verkleinert habe. Kommt im Grunde von hier, kommen die Leute und von da. Also das heißt, hier trifft man auf das Grundstück. Dann gibt es auch noch das Problem des Lärms. Wenn das Gebäude natürlich in Betrieb ist, strahlt das natürlich auch das Krach aus. Wenn da abends Veranstaltungen sind, ist natürlich jetzt nicht so günstig für die angrenzende Wohnbebauung. Da ist natürlich nur eine Frage der Zeit, bis dann mal früher oder später die Anwohner sich beschweren, weil es zu laut ist. Und dann werden ja auch die Veranstaltungen eingeschränkt. Sprich, man muss schauen, dass zu der angrenzenden Wohnbebauung das Gebäude geschlossen ist, beziehungsweise kein Lärm in die Nachbarschaft kommt. Und dann hat man ja auch noch ordentlich zu unter, also muss man ja auch noch berücksichtigen, dass das Thema Ausblick. Von hier hat man dann halt diesen Blick über Namedi, weit über bis zu den Hängen auf der anderen Rheinseite, beziehungsweise hier Richtung Schloss, auch wenn man das jetzt durch das Grün nicht sieht, aber wenn man da oben steht, hat man halt einen schönen Fernblick, was auch nicht ganz unwichtig ist für ein Set eines Gebäudes. So, wenn man das jetzt alles, sagen wir, diese Analysen alle überlagert, kommt man im Grunde genommen zu so einer Struktur. Sieht jetzt erstmal wild aus, ein paar Linien, aber letztendlich ist es hier diese Linie, diese Abschottung für den Lärm. Dann hat man hier diese Leitung des Zuganges und hier die Winkel des Blickes. Und wenn ich das jetzt, im Grunde genommen habe ich daraus jetzt schon das Gebäude entwickelt, indem ich dann auf so eine Gebäudestruktur komme, nur nochmal zur Orientierung. Hier wäre jetzt die Schlossstraße und hier ist dann dieser kleine Bach, der dann fällt uns gerade nicht ein. Und hier ist die angrenzende Wohnbebauung. Und wie Sie jetzt schon sehen, ergibt sich im Grunde genommen daraus eine Gebäudeform, die ich dann im nächsten Schritt über viele Skizzen, Frau Sommerer, von Ihrem Mann her, kennt das ja. Er ist ja Bruder. Entschuldigung. So, das entwickelt sich dann jetzt. Dann schaut man mal, dieses Raumkonzept hatte ich von der Ortsgemeinde. Wie kriege ich überhaupt das alles runter? Wie gesagt, jetzt hier nochmal zur Verdeutlichung, wenn ich mich nochmal ganz kurz zurückerinnere. Hier diese Struktur, geleitet davon, finden Sie dann jetzt hier wieder. Und dann hätte man hier den Eingang, hier dick gezeichnet, diese Abschottung für diesen Lärm und hier diesen Winkel für den Ausblick. Und wie gesagt, es wird ja jetzt weiter verfeinert und man versucht das Ganze auch mit Leben zu füllen, wie zum Beispiel jetzt hier, dass man einfach sagt, einen Ausblick nach da brauche ich nicht, beziehungsweise ich hätte ihn ja gerne in Richtung in die Weite, in die Ferne. Und hier in diesem Bereich würde man immer klassisch Nebenräume wie WCs und unterbringen, die halt auch nicht wenn man nachher diesen Lärm eintragen will, darüber. Das ist also das gesamte Gebäude, was Ausblick und auch die Schallemission in diese Richtung geht. Dann geht das natürlich dann weiter, dann schaut man dann nochmal so ein gewisses Konzept, auch Raumvorgaben und Größen. Das bringt man dann mal runter, dann wächst das Gebäude, man schiebt und schrumpft. Dann ist man auch schnell bei dem Thema, naja, ich brauche ja auch noch ein paar Stellplätze, das sind Versammlungsstätte. Wie viele Stellplätze brauche ich überhaupt? Das habe ich dann hier so kurz für mich überhaupt mal ein Gefühl dafür bekommen, wie viele Stellplätze brauche ich. Und das geht dann halt weiter über, ich habe ja Versammlungsstätten, also diese zwei großen Vortragsräume oder Seminarräume, oder wo halt Veranstaltungen stattfinden können. Wie viel Platz brauche ich überhaupt für WC-Anlagen? Und das geht dann halt immer so weiter, das wird immer weiter verfeinert und geschoben, dass man letztendlich, bin ich dann hier bei diesem Konzept gelandet, oder bei der Raumstruktur, dass man also, hier kommt man jetzt wieder rein, von beiden Seiten, gelenkt wird man über diese beiden Wandscheiben ins Gebäude. Dann hat man hier in dem Bereich vorne gelagert, das war auch, ist aber ein Wunsch der Ortsgemeinde, die WCs zentral. Hier angrenzend hat man die ganzen das war ja auch dieses multiple Haus, dass man dort, ich sag mal, der Ortsvorsteher sitzt dort, das kann ja auch mal dann der Friseur, der sich da mal einen Tag einmietet, oder ein Arzt, der da hinkommt. Dann haben wir hier noch den Jugendraum. Das wäre also dieser vordere Bereich, der im Grunde genommen beginnt hier mit einem Windfang und einem angegliederten Garderobe.
Wenn man jetzt hier weiter reingeht ins Gebäude, hat man hier diesen zentralen, ich habe das mal Dorfplatz genannt, diesen inneren, wo auch diese gewünschte und geforderte Gastronomie anstießt, dass man also hier in diesem Bereich eine Bestuhlung aufbaut und hier, von hier kommt eben die, mit die Gastronomie, da wird halt dieser Raum versorgt. Und hier oben drüber habe ich nochmal eine große Fläche, die noch unterteilt wird, wo dann diverse Veranstaltungen abgehalten können von, wir haben auch hier eine Bühne, also die Bühne ist da, man kann Theaterveranstaltungen, Musikveranstaltungen, alles dort aufführen. Und dieser große Raum, der wird jetzt, ich bin auch schon wieder mittlerweile weiter in der Bearbeitung, der natürlich jetzt, wenn man jetzt mal zum Beispiel diese Faltwand wegdenkt, sieht man ja, dass er jetzt vom Raum, von der Raumstruktur ziemlich langgezogen ist. Also das habe ich jetzt auch schon im nächsten Schritt ein bisschen überarbeitet, das ist mir noch nicht so weit gezeichnet, dass ich das hier einbauen konnte. Das wird jetzt geändert, aber letztendlich ist das hier teilbar und das hier sind die Durchgänge, hindern diese Räume, diese Einzelbereiche, die aber alle unabhängig voneinander genutzt werden können. Also sprich, hier kann eine andere Veranstaltung stattfinden als dort. Die beide können wieder über diesen zentralen Platz, die von der Gastronomie versorgt werden, beziehungsweise auch zur Gastronomie hingehen können und unabhängig voneinander dort die WC-Anlagen nutzen. Wie ich halt eben schon mal gesagt habe, habe ich ja auch früher oder später immer das Thema mit dem Parken. Stellplätze habe ich mal so grob ermittelt, brauche ich 28 und das Geblende, wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, wurde ja mal vor ungefähr 20, 30 Jahren aufgeschüttet und knapp 2-3 Meter ermittelt. Und ich habe jetzt mir mal gedacht, naja gut, also wer jetzt sich ein bisschen mit der Statik auskennt, weiß ja, ich kann ja auf so aufgeschütteten Boden schlecht bauen, deswegen muss ich erstmal tiefer gründen auf dem gewachsenen Boden. Das heißt, ich muss ja das Gebäude wird ja laut Denkmalbehörde muss es darf nur eingeschossig sein, sprich ich müsste tief gründen, bis ich dann durch diese 3 Meter Aufschüttung runter auf den tragfähigen Boden komme. Und da ich aber jetzt kein großer Freund bin von Parkplätzen, dass man da vor allen Dingen, wenn man die dann sieht, ich habe ein bisschen die Autos immer weg, habe ich mir einfach überlegt, dass man hier das soll jetzt dieser aufgeschüttete Bereich sein, dass ich den in dem Bereich, wo das Gebäude mal stehen soll, wegnehme, weil der sowieso im Grunde nur da ist, aber überhaupt nicht tragfähig ist. Ich muss also bis auf diesen Bereich eh runtergründen. Und dadurch entsteht hier im Grunde genommen ein Hohlraum unter dem Gebäude, den ich im Grunde genommen dann nutzen möchte als Parkebene. Sprich, ich habe die Parkplätze untergebracht. Ich sehe sie im Grunde genommen nicht, die Fahrzeuge. Ich fahre unter das Gebäude und ich muss ja sowieso tiefer gründen, weil ja durch diesen aufgeschütteten Bereich kann ich das Gebäude ja nicht direkt auf diesem vorhandenen Gelände gründen. Gehe ich runter auf diesen Wohnraum, nutze ich im Grunde genommen, um die Fahrzeuge unterzubringen. Das soweit erstmal zum Gebäude. Natürlich macht man sich auch gleichzeitig da mal Gedanken über Details und weil ich auch diesen weiten Blick von diesem Dorfplatz bzw. auch von diesen Veranstaltungsräumen nutzen möchte, damit das auch nicht so, ich sag mal, so eingekastet ist. Wie man jeder kennt das, wenn man so irgendwie so, wie jetzt da drüben zum Beispiel die Fenstersprossen hat. Das ist ja immer so, das ist irgendwo so ein Blick, aber ich möchte halt diesen weiten Blick in dieses Tal betonen. Und deswegen soll dann mal diese spätere Fassade, also zu dem Hang eben oder zu dem weiten Ausblick, dass man dort also jetzt nicht überall Fenstersprossen hat, sondern einen sogenannten Glasschuss nennt man das. Das ist also heutzutage jetzt auch kein Hexenwerk mehr, da werden einfach die Glasscheiben gestoßen. Und dadurch hat man einfach einen viel großzügigeren Blick. Oder wie jetzt hier zum Beispiel, dass man einfach so eine Stütze jetzt nicht einfach schwarz-weiß oder in welcher Farbe macht, sondern dass man einfach, man kann das ja hell eloxieren, also dass im Grunde genommen so diese Umgebung sich da drin reflektiert und verschmilzt. Und dadurch, ich kann ja diese so Glasscheiben eh nicht unendlich groß machen. Ich brauche eine Teilung, dass dadurch auch eben diese Großzügigkeit gewährleistet wird. Dann ein kurzes Beispiel, das habe ich dann gefunden. Das ist hier so diese Eingangssituation. Sie sehen sich ja bei uns immer nur mal klein diesen Grundriss reingeblendet. Das wäre jetzt hier einfach das wäre im Grunde so dieser Bereich, also so könnte man sich das vorstellen. Also jetzt weniger von der Farblichkeit, aber so einfach vom System her, dass die Leute dann wirklich, wenn die dann kommen, so da richtig so eingezogen werden ins Gebäude. Dann
habe ich noch hier so ein kleines Detail, das war hier unten, wo diese ganzen Büros sind, wie zum Beispiel ja, diese, von diesem multiplen Haus, wenn zum Beispiel der Herr Dressel dort seine Sprechstunde hat und es verzögert sich ein bisschen, es dauert doch ein bisschen länger und die Leute sind ein bisschen früher da, würde ich ganz gerne in diesem Vorlagenbereich wie so einen kleinen Wartebereich ausbilden und das hat mir mal ganz gut gefallen, das ist schon ein älteres Projekt, das ist so von 2002 etwa. Dort ist so eine ähnliche, so eine abgezackte Flurstruktur, gut hier natürlich jetzt als Laubengang offen, aber hier haben wir mal in diesen Nischen so kleine Bänke gemacht. Also dass es nicht einfach nur so ein Flur ist, wo die Leute rumstehen, sondern dass man einfach dort einfache Bänke hinstellt, wo dann jemand mal 10 Minuten oder 5 Minuten warten kann oder dann muss irgendwas ausfüllen, das kann man ja dort alles machen. Dann hier nochmal diese Bingen vom SWR, das kennt auch jemand, also dass man zum Beispiel hier diese, dass man auch mal einfach sagt, man dreht so eine Veranstaltung um und nutzt so den freien Blick nach hinten als Hintergrund. Dann ist natürlich auch immer früher oder später die Frage, was bringe ich auf den Boden rein? Und mir gefällt nach wie vor immer noch, das ist schon, gefällt schon seit 200 Jahren, das sieht immer gut aus, das wird auch in 200 Jahren immer noch gut aussehen, das ist einfach ein Holzboden. Und ich wollte hier im Grunde genommen in diesen ganzen Veranstaltungsräumen, so ein Holzpflaster nennt sich das. Das ist im Grunde genommen ein hochkant gestelltes Holz und das ist ja dieses Stirnholz. Und es ist halt total unverwüstlich und robust. Da kann man auch mal was drüber ziehen, der kann aber nach 10 Jahren abgeschliffen werden. Also, und ich sag mal, das ist so ein Boden, der strahlt auch so, sagen wir, so eine Wärme aus, eine Geborgenheit, dass man also auch gerne in das Gebäude reingeht. Weil ich finde so, egal wo man hinkommt, wenn man einen Holzboden hat, also ich kenne keinen, dem der nicht gefällt. Man kann zwar sich darüber streiten, ob man jetzt den ganz toll findet, weil letztendlich jeder findet einen schönen Parkettboden oder einen Holzboden eigentlich immer noch gut. Und um jetzt auch so wieder so ein bisschen so den Dialog zu den ganzen anderen Materialien, weil ich muss das ganze Gebäude ja bauen, das ist dann wirklich klassisch mit Stahlbeton bauen, kann man natürlich, um so ein bisschen auch diesen Dialog zwischen den Materialien aufzubauen, würde ich die, das kann man dann bei Betonieren, der vorher so Matrizen eingelegt, das ist so Gummi, der so eine Struktur hat und das dann nachher, wenn der Beton ausgeschaltet ist, sieht dann im Grunde wieder aus wie so ein Holz, wie so ein Stamm. Was natürlich auch nicht unerwähnenswert ist, ist natürlich das Thema Umwelt. Heutzutage, da möchte ich ganz gerne hier hinten diese Wand, die auch einmal wie so eine Schallschutzwand sein soll, die möchte ich auch gleichzeitig nutzen, um da Masse reinzubringen. Und da werden wir eine begrünte Wand aufbauen, hier hinten und weitestgehend hier hinten auch. Und hier hinten müssen wir natürlich dann im nächsten Schritt mal abstimmen mit Fensteröffnung. Aber letztendlich sollen viele Teile des Gebäudes, die geschlossen sein sollen, oder weitestgehend, die werden dann eine begrünte Fassade erhalten. Hier hinten nochmal, das ist dann so ein Weg in einer weiteren Bearbeitung, mal so als Idee aufgekommen, weil ich ja noch viel diese Gastronomie habe, dass man da auch was so in die Richtung, da kann ja auch der Gastronom, der da was macht, ich sag mal, da muss man ja irgendwas reinpflanzen und man kann ja auch zum Beispiel Kräuter reinpflanzen oder, dass er also wirklich im Grunde auch mal aus seiner Gastronomie rausgeht und außen und draußen irgendwas pflückt und dann wieder hier anbietet. Dann das Thema versiegelte Fläche. Dadurch, dass ich ja jetzt hier unten drunter unter dem Gebäude die Parkebene habe, die ich aber jetzt nicht einfach als eine Bodenplatte einbringe und abklebe, habe ich im Grunde das Haus bis auf die paar Spitzen oder Wände, die ich brauche, statisch, könnte ich diesen ganzen unteren Bereich der Parkebene mit einem versickerungsfähig herstellen, sodass im Grunde das Gebäude letztendlich kaum versiegelte Flächen hinterlässt. So. Und was da noch hinzukommt, wie man jetzt hier in der kleinen Skizze schon mal sieht, möchte ich auch nachher für diesen Dorfplatz ein paar Bäume pflanzen, die aber dann jetzt nicht hier oben auf dieser Platte in Kübel drin stehen, was natürlich auch der statische Problem wäre und der Baum kann ja auch nicht so groß werden. Der Baum gehört in die Erde und dann würde ich den hier unten pflanzen. Und wenn man jetzt anfängt, Regenwasser versickert hier unten, der Baum hat unten seine Wurzeln, die werden im Grunde genommen ganz einfach bewässert, und so ergibt sich also im Grunde genommen
wie gesagt, nach heutzutage wie so ein Synergieeffekt. Also ich habe das Haus, hinterlässt kaum versiegelte Fläche und der Regen kommt dahin, wo er gebraucht wird, zu dem Baum. Dann haben wir natürlich auch für die begrüntes Dach, da muss man jetzt nicht weiter drauf eingehen, da wollen wir natürlich mit Bienen sorgen. Begrüntes Dach, da muss sich die Bienen freuen, unter anderem. Und dann habe ich mir auch, da brauche ich jetzt mal irgendwann, müsste ich mich dann mit dem Haustechniker unterhalten, inwiefern das geht, aber im Groben geht es eigentlich darum, wir haben weitestgehend immer die Sonne und ich sage mal die Sonne als Energielieferant, mit PV-Anlagen für Strom, das ist ja sagen wir heutzutage schon Standard, da muss man nicht mehr großartig erwähnen, aber ich habe mir einfach mal Gedanken gemacht, ich habe ja, die Sonne scheint meistens, gut, das muss ich nicht, aber dass man irgendwie heißes Wasser speichert. Und ich sag mal, ich bekomme heutzutage locker 80 bis 90 Grad heißes Wasser gespeichert. Fällt natürlich über die Zeit, geht die Wärme runter, aber auch wenn die gut isoliert sind, wird das lange gehalten. Aber es ist ja nicht so, dass hier bei uns monatelang nicht die Sonne scheint. Also es wird im Grunde wieder nachgeheizt und letztendlich brauche ich immer, ich sag mal, 60 Grad heißes Wasser für Warm- bzw. Heißwasser. Also diese 60 Grad kann ich sparen bei 60 Grad. Also die 60 Grad brauche ich für wegen der Hygiene. Legionellen. Genau, Legionellen. Und das Gebäude muss ich ja auch, wenn es gut gedämmt wird, muss ich ja trotzdem heizen. Und da hat man heutzutage bei der Fußbodenheizung eine Vorlauftemperatur von 45 Grad. Also würde ich im Grunde immer hier aus diesem Heißwasserspeicher über einen Wärmetauscher Wärme rausziehen, die aber dann wieder von oben nachgeheizt wird. Ob dieses System 100% aufgeht, kann ich nicht sagen. Ich bin kein Haustechnikplaner, aber da muss man mit dem natürlich immer mal sagen, pass auf, du brauchst dafür einen Wassertank von 8 Millionen Liter, da muss man mal sagen, okay, vielleicht ist das ein bisschen viel. Aber man muss es einfach mal so als Ziel haben, dass man das mal verfolgt. Und die Geschichte ist ja eigentlich klimaneutral. Ja. Die Details muss man dann auch vorher wissen. Ich bin Ingenieur. Eben. Gut. Ja, klimaneutral. Auf jeden Fall, auch über heißes Wasser könnte man auch Strom erzeugen. Da gibt es zwei Anbieter, die so ein System entwickeln. Der eine, das ist wie so ein Stirling-Motor. Das andere läuft über thermoelektrische Magnete. Gehen die Serie oder ist das zumindest mal das Gerät so weit, dass man in Serie gehen könnte. Aber das wären erstmal so Ansätze, die man mal weiterverfolgen könnte. Dann Baustoffe. Ich würde ganz gerne auf Dämmung verzichten, weil wir unten das verbrannt ist, gerne mit dem Verbundsystem. Da kann man natürlich sagen, gut, da gehe ich auf Mineralwolle, aber letztendlich würde ich lieber auf ein monolithisches BIMS-Mauerwerk gehen. BIMS auch, weil hier in der Nähe haben wir überall BIMS-Werke und BIMS-Stahlproduzenten. Brauche ich das ganze Material nicht, ich glaube, über hunderte von Kilometern anfahren zu lassen, sondern ich greife es hier in der Region an. Was natürlich den Umweltaspekt auch nahe kommt, dass man eben keine großen Anfahrtskosten hat und die Emissionen und. Also letztendlich bin ich auch jetzt mal Ende des Jahres auf einem Seminar, das nennt sich Low-Tech. Architektur, das heißt, man ist mittlerweile schon so weit, dass man einfach versucht, die Gebäude so zu reduzieren von der Haustechnik, dass man gar nicht so viel Energie braucht. Deswegen einfach mal hier diese Hütte. So ein fertiges Bäuerhaus haben. Genau. Aber letztendlich, das Gebäude hat dann auch im Grunde keine Haustechnik. Und natürlich braucht man schon ein bisschen mehr Haustechnik in dem Gebäude, aber soll eigentlich nur mal so versehen, mal versuchen, so wenig wie möglich Haustechnik auszugeben. Thema Kosten. Kostenrahmen war mal vorgegeben, 2 Millionen. Ich habe das mal runter, also Projektsumme. Projekt heißt also komplett über alles. Und ich habe das dann mal über aktuelle Zahlen vom BKI, also BKI ist Baukosteninformationszentrum, da werden alle Baudaten aus der ganzen Bundesrepublik gesammelt, ausgewertet und. Und ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, auf jeden Fall, ich habe mal ermittelt, sollte passen. Also das ist eine Kostenvorschätzung, den Angaben, die ich jetzt habe, aber ich lande jetzt über BKI mit aktuellen Zahlen von 2019. Wir hatten noch bis vor kurzem 2017 und die Baupreise sind in den letzten 2-3 Jahren stark gestiegen. Aber die aktuellen Zahlen mal umgerechnet, ich habe das natürlich jetzt nicht einfach nur gewürfelt, also ich habe den
den Oberbürgermeister, der Herr Presse und der Herr Schmitz, und die haben mal meine Übersicht gesehen, wie ich auf die Zahlen komme, beziehungsweise wie ich das grundsätzlich gerechnet habe. Das ist eine Kostenschätzung, eine Kostenfeststellung, soweit sind wir ja noch nicht. Aber die liegt jetzt nicht bei 3 Millionen oder bei 1 Million, sondern es könnte machbar sein. Man muss natürlich die Kosten nach wie vor immer von Anfang an behalten. Über die Zeit habe ich mich natürlich auch mal kurz Gedanken gemacht. Wie lange braucht das überhaupt? Wenn es heißt, ja, wir realisieren das. Und wenn ich das jetzt, wenn wir das intern in der Verwaltung machen, dann mit meiner Kollegin, der Frau Monrea, Transportzeichnerin, würden wir im Grunde bis zum Baustart, sprich Planung, Ausschreibung und Vergabe, ungefähr 17 Monate brauchen. In der reinen Bauphase habe ich etwa 14 Monate mal ermittelt über einen Bauzeitenplan, das auch nicht aus Bauch rausgeschätzt, sondern auch schon Bauzeiten, Bauablaufplan gemacht, einen relativ detaillierten Plan. Und dann möchte ich noch ganz kurz das Eingangsbild zurückkommen, wo sich vielleicht der eine oder andere gefragt hat, was will der Herr Engel damit sagen. Dieses Bild, und das sind letztendlich, sind das Flößer auf dem Rhein, habe ich mal vor ein paar Monaten vom SWR einen Bericht gesehen über den Rhein, und da war halt auch namentlich erwähnt, dass dort eben damals für das Flößerei, dass da halt großer Drehpunkt war. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, habe ich mir gedacht, und das Thema musste irgendwo auch in das Projekt nochmal einbringen. Und da habe ich mir einfach gedacht, ich stelle in diesem, nicht als tragende Stütze, aber ich stelle einfach in diesem Dorfplatz, was ja dann auch wieder passt von der Thematik her, einfach Baumstämme rein. Rein dekorativ, keine tragende Funktion, weil es jetzt sonst ein bisschen zu kompliziert. Und den nächsten Schritt, um halt auch einfach diesem Gebäude, es bringt ja jetzt nichts, ein Gebäude hinzusetzen, was nachher nicht angenommen wird. Oder man kann einfach sagen, okay, wir haben hier das ganze Raumprogramm runtergespult, aber der Raum oder das Gebäude hat überhaupt keine Atmosphäre, muss man ja auch ein bisschen Atmosphäre reinbringen. Und das möchte ich halt ganz gerne über diese Baumstützen, natürlich nicht so viel, sodass er. Dass dieser zentrale Raum schon genutzt werden kann. Und hier nochmal, das ist ein Projekt von dem Kollegen Axel Schultes, der hat immer ganz wenig um die Bäume oder die Stützen, das sieht so aus, als ob die so durch die Decke in den Himmel wachsen. Und da wieder nochmal dieser Hinweis zurück auf diesen Baum, der ja auch nie so durch die Decke. Und das ist dann vor allem auch so dieses Bild von diesen Flößen, also von diesen Baumstämmen, dass man die dann wieder in die Gebäude aufnimmt als Thema. Das war's. Eine detaillierte Diskussion. Zwar führen können, aber nicht zu einem Ergebnis brauchen. Deshalb haben Sie hier einen Dorfmoderationsprozess gemacht. Und es spielte dann im Ortsbeirat, die Dinge nochmal miteinander zu besprechen. Ich denke, das Konzept, das wir heute vorgestellt bekommen haben, lässt viele Möglichkeiten offen. Auch die dann kein ständiger Pächter, das ist dann die Vereine selbst nutzen. Es ging heute Abend um den ersten Entwurf, ob man in diese Richtung weiterdenken und handeln kann, mit Ihnen gemeinsam, ohne dass wir jetzt schon jede Frage der letztlichen Nutzung beantworten können. Erstmal, dann der Kreis. Meines Erachtens muss jetzt der Ortsbeirat, ob er nun einen kleinen Ausschuss bildet oder ob das insgesamt macht, all die Fragen, die hier aufgetaucht sind, damit nochmal anlegen. Ja? Ist nicht beabsichtigt, jetzt einen Baubeschluss zu treffen, so nicht beabsichtigt, jetzt das Geld zur Verfügung zu stellen, sondern ihr müsst. Wir als Verwaltung haben nichts anderes gemacht, als den Moderationsprozess in ein architektonisches Konzept umzusetzen. Dabei haben wir Wert gelegt darauf, dass das energieneutral ist, dass wir ein Heizungssystem haben, der Herr Engel hat die vorgestellt, die sich aus sich selbst heraus speist, dass wir Mauerwerke haben, dass wir Dachbegrünung haben und dass wir Vertikalbegrünung haben. Wie das Haus belegt wird, das habt ihr im Dorfmoderationsprozess in Namedi umfassend miteinander besprochen. Die Verwaltung hat nichts anderes gemacht, als das mal umzusetzen, damit man sieht, so könnte das aussehen. Ob die Ausgabe hinterher tätig wird, ob man tatsächlich das reinbringt, dann ist es nicht. Sondern wir sollten uns vielleicht wiederholen, dann noch der Händler-Situation. Das ist eine Vorkonzeptstudie. Sie sollten heute Abend nicht zerreden, sondern ich würde Sie gerne in den Ortsbeirat zurückgeben oder in eine Moderationsrunde zu sagen, was lässt sich davon realisieren und was nicht. Ich ist eben referiert worden, ich kenne viele Bürgerhäuser. Und ich habe da auch in Namedi gesagt, diese Bürgerhausbewegung war ja im Prinzip nichts, was den Menschen Sinn gebracht hat. Jedes Dorf in der Eifel hat ein Bürgerhaus. Ist das energetisch sinnvoll? Ist das vom Konzept her sinnvoll? Das ist schon alles fraglich. Ja. Wobei das hier schon fast Bürgerhaus 2.0 ist. Das ist schon ein großer Fortschritt gegenüber den Feierhallen,
die dann am Ende dazu dienen, dass eine Hochzeitslocation draus geworden ist. Ja, das ist ja auch ganz schön, weil es eben Leute gibt, die müssen 300 Leute einladen. Ich war auf so einer russischen Hochzeit, das ist gar nicht schlecht, aber dann ist immer die Frage, ist die öffentliche Hand dafür zuständig? Oder haben wir eine andere Zuständigkeit? Ich würde gerne dieses Konzept jetzt in den Ortsbeirat zurückgeben, ob ihr jetzt Hartmut eine Arbeitsgruppe bildet, ob ihr als Ortsbeirat insgesamt sagt, was können wir davon realisieren, was sollte weiterverfolgt werden oder was ist unter Umständen überführt. Das war der Sinn der heutigen Veranstaltung. Also eigentlich so ein Open-Mind-Prozess, ohne dass wir schon so Schlussvorschlag sind. Wenn Sie damit einverstanden sind, dann würden wir uns beim Herrn Engel für das Konzept bedanken und würden den Ortsbeirat bitten, mit dem Konzept zu arbeiten und zu uns dann irgendwann mal wieder ein Feedback zu geben, was haltet ihr da gut, was müsste verbessert, verkleinert oder vergrößert werden. Kann man so, wäre dann ein Beschluss, den Sie auch mitmachen könnten? Ja, also Open-Mind. Habe ich heute gehört, wir machen Zukunfts- Ausschüsse, wir brauchen gar keine Beschlussvorlagen mehr, sondern wir reden. Ja, wir machen was für die Zukunft. In dem Sinne darf ich mich bei Ihnen bedanken. Konzept geht in den Ausbeirat. Es ist jetzt eure Aufgabe, die Frage miteinander zu besprechen. Denn wir sind dabei als Andernacher etwas überfordert. Was wollen wir denn?